Hi, ich bin Christopher. Schön, dass du mit dabei bist. In dieser zweitägigen Tour geht es durch Niedersachsens Mittelgebirge, den Harz. Ein echtes Eldorado für Motorradfahrer und Naturfreunde. In diesem ersten Teil meiner Harzreise bin ich überwiegend in der westlichen Hälfte des Harzes unterwegs, wie du auf der skizzierten Tour hier erkennen kannst. Die Tour ist etwa 230 Kilometer lang und die reine Fahrzeit dafür beträgt etwa 4 bis 4,5 Stunden, mit Pausen natürlich länger. Lass uns losfahren. Viel Spaß dabei! Diese Tour ist auf zwei Videos aufgeteilt. Wenn du die Tour nachfahren möchtest und dir alle Sehenswürdigkeiten in Ruhe anschauen magst, die ich vorstelle, solltest du aber besser gleich 3 Tage für die Reise einplanen. Bei den vielen Sehenswürdigkeiten, die der Harz sonst zu bieten hat, kannst du aber auch schnell eine ganze Woche und mehr füllen. Wegen der vielen Outdoor-Aktivitäten kann es an den Wochenenden im Harz sehr voll werden. Ich empfehle euch lieber, unter der Woche ein paar Tage freizunehmen, um eine entspannte Tour zu haben. Der Harz hat etwa eine Fläche von 2200 Quadratkilometern, ist rund 110 Kilometer lang und 30 bis 40 Kilometer breit. Der Großteil des Harzes liegt in den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Ein kleiner Teil im Süden gehört noch zu Thüringen. Viele Teile des Harzes stehen sinnvollerweise in der einen oder anderen Form unter Naturschutz. Am bekanntesten dürfte der Nationalpark Harz mit seinen über 240 Quadratkilometern Fläche sein. Er ist auch gut sichtbar an den Einfallsstraßen ausgeschildert. Wer im Harz übernachten möchte, kann das unter anderem im schönen Hahnklee machen. Hier lässt sich die Übernachtung vielleicht mit einer kleinen Wanderung oder einem Besuch der Stabkirche kombinieren. Hier gibt es unzählige Übernachtungsmöglichkeiten. Ich kann beispielsweise das Hotel Walpurgishof direkt gegenüber der Stabkirche oder das Njord-Hotel am Kranichteich empfehlen. Hinter mir seht ihr die Stabkirche Hahnklee. Die ist komplett aus Holz gebaut, von 1908. Und vielleicht erinnert euch die an die Kirchen, die in Norwegen so rumstehen. Die sind aber eine ganze Ecke kleiner. Meistens haben die nur so 50 Sitzplätze. Die hier in Hahnklee hat über 300 Sitzplätze. Falls ihr nicht die ganze Zeit Motorrad fahren wollt oder mal einen Regentag überbrücken müsst, könnt ihr im Harz auch klasse wandern gehen. Als Wanderung, die man auch als Verdauungsspaziergang machen kann, eignet sich zum Beispiel der Liebesbankweg bei Hahnklee. Der ist rund 7 Kilometer lang, kann man also bequem in 2 Stunden laufen. Anhand des Weges finden sich 25 Bänke zum Thema Liebe. Vom ersten Rendezvous bis zur Diamantenhochzeit ist jede Bank einem Jubiläum gewidmet quasi. Dank des Liebesbankswegs führt auch der Bikepark-Parcours Hahnklee. Wenn ihr also mal vom Motorrad aufs Mountainbike wechseln wollt, bietet sich das hier natürlich an.
Meine Tour führt mich auch entlang der Uckertalsperre. In diesem Bauwerk von 1942 werden rund 75 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich kontrolliert abgelassen, um Strom zu erzeugen. Wer im Harz eine Bootstour machen möchte, kann das hier tun. Hier bietet ein Schiff sogar Linienverkehr an, den man mit einer Wandertour verbinden könnte. Auch sehr beliebt an der Uckertalsperre ist der Windbeutelkönig, wo man Windbeutel, das ist eine Harzer Spezialität, in verschiedenen Variationen speisen kann. Wer auch ein bisschen Kulturprogramm einbauen möchte, kann das zum Beispiel gut tun in Goslar. Hinter mir seht ihr die Kaiserpfalz. Wurde im 11. Jahrhundert erbaut und diente den Salja-Kaisern zunächst als Sitz, wenn sie durch ihre Ländereien gezogen sind, um von hier Regierung zu halten. Und ist einer der besterhaltensten Profanbauten in Deutschland, also einer der besterhaltensten Bauten aus der Zeit, die nicht kirchlichen Ursprungs sind. Aber auch sonst ist Goslar einen Besuch wert. Der Harz bietet gleich mehrere UNESCO-Weltkulturerbestätten. Und eine davon ist die Altstadt von Goslar, die man gut bei einem Spaziergang erkunden kann. Am Rande von Goslar erwartet einen schon das nächste UNESCO-Weltkulturerbe, das Besucherbergwerk Rammelsberg. Bei verschiedenen Führungen oder auf eigene Faust in den einzelnen oberirdischen Gebäuden des Bergwerks kann man in die Geschichte des Bergbaus der Region eintauchen. 1988 wurde hier nach über 1000 Jahren der Bergbau stillgelegt. Wer sich für Bergbau interessiert, findet im Harz noch diverse andere Besucherbergwerke und Höhlen, um einen Blick unter Tage zu werfen. Ich bin hier am Torfhaus und hinter mir könnt ihr vielleicht ein bisschen den Brocken erahnen. Der 1141 Meter hohe Berg ist die höchste Erhebung hier im Harz. Aber mit dem Motorrad kommt ihr da leider nicht drauf. Dafür ist das Torfhaus einer der beliebtesten Motorradtreffs im Harz und ein Stopp ein absolutes Pflichtprogramm. Viele Leute starten von hier aus auch ihre Wanderung zum Brocken. Und geschichtlich betrachtet sind sie damit in guter Gesellschaft. 1777 bestieg Johann Wolfgang von Goethe, etwa vom Torfhaus aus kommend, den Brocken. Zumindest eins habe ich mit dem wohl bekanntesten deutschen Dichter gemeinsam, denn auch er war schwer beeindruckt vom Harz und vom Brocken. Mit seinem Faust I und der Ballade Die erste Walpurgisnacht
setzte er dem Gebirge ein sprachgewaltiges Denkmal. Über 45 Jahre später sollte übrigens auch Heinrich Heine dem Harz verfallen, wie man in seinem Buch Die Harzreise nachlesen kann. Leider sieht man im Harz auch tausende tote und absterbende Bäume. Das bietet leider kein schönes Bild. Für den Bergbau brauchte man in den vorangegangenen Jahrhunderten schnell wachsende und möglichst gerade Bäume und davon reichlich. Also wurden lange Zeit Fichten und Kiefern nachgepflanzt. Die Wurzeln aber vergleichsweise flach und leiden bei den zunehmenden Trockenperioden am meisten. Kommt dann der Borkenkäfer, haben sie dessen Bohrung kaum mehr Baumharz entgegenzusetzen. Das wäre ihr natürlicher Abwehrmechanismus auf eine solche Attacke. Die Monokultur der Nadelbäume fördert dann eine regelrechte Explosion der Borkenkäferpopulation. Das Ergebnis kann man deutschlandweit und vor allem auch hier beobachten. Es wird wohl leider Jahrzehnte dauern, bis der Harz wieder wie ein durchgängiges Waldgebiet wirkt. Momentan zumindest wird es wohl erstmal schlimmer, bevor es hoffentlich besser wird. Entlang der Söste-Talsperre warten oft leere und kurvenreiche Straßen in gutem Zustand. Kleine verschlungene Straßen führen mich nach Zorge. Als Whisky-Liebhaber zieht es mich hier an diesen im Wald liegenden charmanten Ort. Denn hier ist eine der gar nicht mehr so wenigen deutschen Whisky-Destillerien zu Hause.
Die Whisky-Freunde von euch wussten es wahrscheinlich schon, aber hier im Harz gibt es auch eine Whisky-Destillerie. Früher hieß sie mal Glen Ailes, dann wurde sie umbenannt in Hessanian Distillery. Ja, ich bin natürlich mal wieder nicht zu den Öffnungszeiten hier, kann aber sehen, dass da Rauch aufsteigt. Da wird wohl gerade fleißig gebrannt, denn man riecht den schönen Holzgeruch schon, das schöne Holzaroma. Dann zeigt, dass sie fleißig am Produzieren sind. Und ja, falls ihr auch in der Gegend seid und euch das anschauen wollt, die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags 14 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 15 Uhr. Nun bin ich auf dem Weg zur nächsten Stärkung an Cookies Gulaschkanone. Eine echte kulinarische Instanz im Harz ist Cookies Erbsensuppe, die ganz traditionell hier, eben in der Gulaschkanone, gekocht wird. Immer stilecht und umweltbewusst, in Porzellanschalen und mit richtigen Löffeln serviert. Pur, mit Bockwurst oder mit Knacker gibt's diesen Klassiker direkt auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 27 zwischen Elend und Braunlage. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Schmeckt in jedem Fall bei jedem Wetter, so auch eben bei 25 Grad. Wer durch Clausthal fährt, dem fällt sicher die knallblaue Marktkirche zum Heiligen Geist auf. Nach einer Sanierung 2013 erstrahlt die größte Holzkirche Deutschlands wieder in Blau, wie schon kurz nach ihrem Bau in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie zählt zu den bedeutendsten Baudenkmälern des norddeutschen Barock. Wer Zeit hat, sollte einen Blick in das helle Innere der evangelisch-lutherischen Kirche werfen. Über das verschlafene Wildemann geht es dann weiter wieder zurück nach Lautental und dem Ende dieser Rundtour entgegen. Übrigens, falls ihr gute Esser seid, findet ihr in Lautental euer Paradies beim Harzer Schnitzelkönig. Respekt, wer eines der XXL-Gerichte dort packt. Aber auch für den normalen Appetit gibt es hier eine lohnende Auswahl. Freut mich, dass ihr auf dieser Tour mit dabei wart. Schaut euch unbedingt den zweiten Teil dieser Tour an und werft einen Blick auf den YouTube-Kanal. Vielleicht findet ihr noch ein anderes Video, das euch interessiert. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.